Hallo Basti. Hallo. Wir sind in Folge. Folge. Okay. 81. Ich dachte so. Okay. Wow. Sagst du das nie, wenn du 81 sagst? Doch, meistens. Und wir haben letztes Mal das halbe Spiel durchgespielt, den zweiten Spielgang. Und jetzt die andere Hälfte dran. In der verlorenen Festung. Der nächste Boss sind die drei Ruinenwächter. Die drei ruinierten Wächter. Die drei bewachten Ruinierten. Ruinierten. Okay. Und hier kann man so ein bisschen durchlaufen. Was immer das heißen soll. Vieles können wir auslassen. Da steht vielleicht noch einer, keine Ahnung. Muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. Da kannst du lang, da musst du lang. Da ist der Weg. Da neben ist mal so ein Seitenbereich, aber das ist natürlich dieses zu holen für uns. Ich habe mir gerade eben noch mal ein paar Feuerbomben in die Tasche geworfen. Hey, hier ist Luca Thiel. Die können wir auf jeden Fall ansprechen. Falls wir mal irgendwann Hilfe brauchen, kann sie uns in vier Bosskämpfen helfen. Uralter Schlüssel. Der ist gar nicht so schlecht. Jetzt gehen wir erstmal geradeaus runter. Da ist nämlich ein verstecktes Leuchtfeuer. Ja. Hast du gegen Fass geschlagen? Ja. Ups. Upsi. Hier waren mal Hunde. Wo sind die alle? Wo sind die Hunde hin? Kein Bock mehr auf Hunde. Nee. Das Fass muss runtergestoßen werden. Genau, das war's. Wie macht man das nochmal? Am besten erstmal den Typen töten, aber so, dass er nicht das Fass zerstört. Das heißt, lockt ihn ein Stück weg. Das ist die Frage aus der Distanz. Also manchmal macht er einfach einen Schlag nach vorne, wenn du ihn angreifst. Das ist dann immer doof, aber in dem Fall nicht. Genau. Ist der im Winkel rein? Nein. Jedenfalls. Oder ich hatte nicht den richtigen Winkel. Jetzt würde ich sogar fast erstmal runterlaufen ohne Fass und die beiden Hunde töten, die da links sind. Damit die das Fass nicht irgendwie aus Versehen noch zerbeißen. Mhm. Dann kann man es runter. Du hast jetzt leider gar keine Feuerwaffe mehr, oder? Du hast keine Bomben mehr. Nein. Ich habe mir ein paar in die Tasche gesteckt, im Zweifelsfall beschwöre ich dich. Weil wir jetzt nicht richtig runter wollen, dann bleibt es einfach unten liegen. Ja, so wie bei mir. Vielleicht hast du Glück. Gerade? Ja, sieht gut aus. Ah, geil. Verdammt. Ich glaube, meins liegt ein bisschen doof. Aber ich werfe mal eine Feuerbombe drauf. Warum nicht gleich richtig machen? Hm? Hast du recht. Ja, hat geklappt. Cool. Da ist ein Leuchtfeuer. McDuff. Wir haben auch schon die... wir müssen einmal die Fackel anzünden, wenn wir ihn haben wollen. Die nicht, der nicht leuchtende Fackelhalter da. Cool. Und nochmal ans Leuchtfeuer gehen. Und ihm dann die matte Glut geben. Und dann haben wir seine Dienste. Werden wir großartig nicht brauchen. Aber ich glaube, ich werde mein magisches Schwert in ein Feuerschwert verwandeln, damit ich immer eine Feuerwaffe bei der Hand habe. Also das Ding schon mal an. Genau. Und jetzt, dann? Jetzt ans Leuchtfeuer. Einfach um das Gebiet nochmal zu resetten. So, ja. Und dann ist er an seinem Amboss. Ich hab doch alles. Ey, Meister, was geht? Jo, Waffe durchdringen. Ich mache mir ein Feuerschwert, dann habe ich das wieder. Der hat mich übrigens Schwachkopf genannt. Ich habe diesen Impuls. Mhm. Hier kannst du auch Pfeile kaufen. Und du findest auch Pfeile. Man findet dir ganz schön viel Kram. Ja, ich habe noch über 700 Stück. Ja. Kann ich das Zeug alles öffnen? Jo. Darfst du ihm alles wegnehmen? Fällt ihm nicht auf. Nee. Er ist in seinem Amboss. Also sieht er nicht schärfer. Dann. Ansonsten geht es wieder hoch und dann nach rechts. Und Richtung Boss. Mhm. Boss. Mhm.
Okidoki. Für uns soweit. Kann ich das hier öffnen? Nö. Nein. Und das Gittertor auch nicht. Okay. Das würde man erreichen, wenn wir über die Niemandswerft kommen würden. Nicht mit Pfeilen entzünden, ne? Oh Mist, da braucht man Duftzweig. Was schon einen, ne? Oh, ich bin runtergestürzt, ey. Das war mein Fehler. Ich muss mir mal einen Duftzweig kaufen. Okay. Da brauchen wir nämlich gleich einen. Ich habe keinen gekauft, ne? Achso. Ich weiß nicht, ob ich einen habe. Also wir haben keine mitgenommen in den Spieldurchgang, soweit ich weiß. Müsstest du mal nachgucken, ansonsten müssen wir uns beide mal den Duftzweig kaufen. Ganz unten sind die... Ne, hast du nicht. Dann müssen wir beide zu der Händlerin. Okay. Na gut. Ja. Meine ist in Majula, deine ist glaube ich noch am Kardinalsturm. Nee. Ja. Jo. Wenn du jetzt ihren Dialog ganz ausreizen würdest, müsste sie eigentlich auch nach Majula reisen bei dir. Also ich hab das gemacht. Mhm. Boah, wieso frisst du das nicht? Da kriegst du locker 10 Level, ey. Können wir uns irgendwann nicht mehr beschwören. Hä? Guck mal, diese Seelenerinnerung, die steigt ja immer an, wenn man irgendwoher Seelen bekommt. Und wenn die Differenz zwischen uns beiden zu groß ist, doch zwei, ja? Können wir uns nicht mehr, genau, können wir uns nicht beschwören. 12.000 kostet der, toll. Und ich glaube, ich bin schon 2 Level über dir. Höchste Zeit, dass sie ihr Zeug nimmt. Aber zwei Level ist doch klein, oder? Ne, es geht nicht um den Level, sondern um die Seelenerinnerung. Von Macduff wieder? Ja. Die Seelenerinnerung ist unabhängig vom Level, sondern zeigt einfach sämtliche Seelen an, die man mal irgendwo wie, wo bekommen hat. Mhm. Okay. Okay, jetzt haben wir es auch. Ja, komm schon, Hund. War schon ein bisschen nah dran. So, und jetzt wird dieser explodiert. Jo, ich auch, aber. Da vorne, also nochmal eine Treppe hoch und dann rechts. Genau. Und dann ein paar Königssoldaten. So, nicht schlecht. Das wird hier Stereo gelöst. Aua. Gut, dafür wird wahrscheinlich die Luftzeit sein, ne? Ja. Ist schon richtig. Ganz viele andere Königssoldaten. Ich würde fast zurück in die Tür gehen. Ja, würde ich gerne, aber ja. Ich finde den nervig. Da ist natürlich so ein Seelensperr praktisch, der alle Gegner einmal durchschießt. Ja. Oh Mist. Guck, ich muss schließen. Sag mal. Den will ich haben, den schimmernden Lebenstein. Verändert mein ganzes Leben. War doch voll. Ah, ich hätte gehofft, dass wir jetzt ganz sterben, aber nein. Hier unten ist noch so eine Tür. Wenn man die öffnet, kann man eventuell... das war die Tür, die ins Nichts führt. Von der aus man aber von oben reinhüpfen kann, von außen. Mhm. Und so.
Wo geht's eigentlich hin? Hoch. Hoch, hier ist so ein. Hier kannst du das Gitter öffnen. Ah, da war ich schon. Ja. Und da kommst du von hinten, wenn du die Leiter hochkletterst. Also auf der anderen Seite vom Gitter. Achso. Kann ich von der anderen Seite auch das Gitter öffnen? Nein. Okay. Aber du kannst die beiden Gegner überraschen, die da stehen. Ah. Aber wie auch immer, wie man es macht, ne? Ah, da steht nur einer. Oh, gut. Also es ist hier schon das Tor. Doch, das ist das zweite. Genau. Hier kann man auch noch ein Phantom beschwören. Eine ganz gute Magierin. Besser als du. Aber ich glaube, das kriegen wir so. Nee. Genau, und Rufsymbol. Erstmal sind wir oben wieder auf dieser kleinen Plattform, wo wir gegen einen von den dreien antreten. Da sollte man dann auch oben kämpfen, solange es geht. Und wenn, ach, die drei langen waren das? Genau, und wenn der erste tot ist, dann hüpfen wir runter von der Plattform und dann kommen die anderen beiden. Ja, das ist klar. Das machen wir schon. Mhm. Das ist bestimmt gar nicht so schwer. Die Plattform ist ein bisschen eng, aber ist dann so. Jo. Dann kann ich nur schwer verfehlen. Genau. So. Okay, voll nicht gerollt. Okay, dann war's gut schaden. Ein Schritt erst ist 10 Meter weg. Ja. Die anderen beiden sind auch schon da, wie es aussieht. Ja, sauber. So, jetzt hüpfen wir am besten runter und dann teilen wir uns auf und jeder nimmt einen. Alles klar. Oh, versuchen wir von hier oben zu feuern. Ich versuche mal den im Sprung. Habe ich den erwischt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich gehe auf den hier. Ich feuer mal von oben, bis der andere irgendwie hochgehüpft kommt oder irgendeinen Schabernack macht. Mach mal. Ah, der kommt jetzt auf mich zu. Oh Mann, das hat weh. Jetzt bin ich auch unten. Oh, jetzt drehen sie sich. Das ist nicht so cool. Außer du hast ein Schild. Voll daneben gesprungen. Okay, einer ist tot. Ich geh mal kurz weg, ich muss mich mal kurz halten. Ich hab zwar Aggro, aber mach ich. Ja, ich versuch mal ihn. Ja, jetzt freu mich. So. Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. Okay, ihr Seelenspeer ist ganz gut. Yeah. Boah, souverän. Das kriegen wir gut hin, ey. Souverän. Das hilft halt, wenn man den Boss schon zweimal platt gemacht hat. Mhm. Du 100-mal. Ja. Oder noch öfter. Läuft. Achso, jetzt muss ich wieder hochkommen irgendwie. ich gehe mal. Ich laufe weiter, da kommt nämlich gleich ein Leuchtfeuer und dann. Ich muss mich trotzdem wieder durch den ganzen Bereich durchkämpfen, weißt du? Mhm. An den ganzen Königssoldaten vorbei. Aber es macht ja nichts. Ja, hammerhart, ja. Mhm. Wie viel haben wir jetzt? 15 Minuten. Boss. Kannst du einfach durchsprinten? Ja, da verfolgen die mich vielleicht. Aber ja, also, naja, da stehen eine Menge Königssoldaten im Weg, ja. Und in dem Gebäude kommen die auch alle auf dich zu, wenn du vor ihnen wegläufst. Also, die kommen ja alle hinterhergelaufen. Wer wird sich denn jetzt fest? Ja. Macht er eigentlich auch, wenn man da genug am Fass steht. Hey, Dämmerungskraut ist cool. Das ist richtig geil. Bestimmt, ich kann mal versuchen, die Abkürzung zu nutzen. Oh Mann. Alter. Boah. Easy, was ist los? Kein schlechter Sprung, ey. Ja, der kommt natürlich runter. Verrecke! Oh Gott.
was lag da? Menschenbild. 6, 7, 1, 7. So, noch mehr? Will noch jemand? Connection. Langsam checkt das Spiel, dass wir öfter zusammenspielen. Wahrscheinlich hat jeder dieser neuen Ringgötter seinen eigenen Server. Das kann ich mir gut vorstellen. Sobald du diesen Ring anlegst, wirst du irgendwie auf einen der Server, auf einen ganz speziellen Server geschmissen oder sowas. Mhm. Wer weiß. Okay. Runtergefallen. So, jetzt reicht ja. Ey, du bist runtergehüpft. Warum? Jetzt will ich es wissen. Nein, ich wollte doch. Was wolltest du denn? Achso. Ja. Oh, schade. Da wäre so viel Freude drin gewesen. Ja. Oh, der zweite kommt. Ich treffe einfach bei. Ja. Cool. Ich halte mal ein bisschen Abstand, denn ich muss ihn mal ganz kurz heilen. Danke. Ja, kein Problem. Ich gedacht, das ist mir wichtiger, dass ich überlebe. Aber noch keine Leute unterschreiben. Geht einfach weg. Boah, auf den Kopf gehauen. Was ist das? Oh. Das war... Ja, wir haben uns zu wenig aus der Ecke gehüpft. Okay. Die Sache ist jetzt geklärt. Da hinten geht's weiter, schätze ich. Ja. So ist es. 126.000, wieder zwei Level. Hm. Dafür, dass es sehr einfach ist, kriegen wir wenigstens ordentlich sehen. Ja. Das gleicht es wieder aus. Alles gut verdient. Hier sammeln wir sonst nichts ein, ne? Es gibt hier vieles, was rumliegt, aber nichts Wichtiges. Kannst du alles ignorieren. Explodiert. Da müsste das Leuchtfeuer sein in dem Raum. Ja, in dem Gang, in diesem Gefängnisgang, den du durchquert hast, ist so eine Explosivmumie. Achso. Die überrascht einen so ein bisschen, wenn man es nicht weiß. Okay. Hast du das Feuer entdeckt? Gibt's kein Feuer? Links raus gleich, wenn du in den Raum kommst. Oh, ja. Blind, ey. Na. Guck's dir an. Hm. Einmal nochmal Julian? Okay. Du hast noch Zeit, oder? Ja. Ja, gut. Dann laufen wir doch noch ein bisschen weiter. Jetzt nochmal 20 Minuten. Haha. 40 Vitalität. Ich bin jetzt auf 207. Du auf 206. Cool. Oder Stärke und Geschicklichkeit, ja? Mhm. Das bringt schon irgendwie noch was. Ja, auch, noch. Auch für den Bogen. Guck mal, jetzt habe ich wieder so einen geilen Zustand, wo alle meine Werte durch 10 teilbar sind. Außer Intelligenzwelle. Durch die Kappe, die ich trage. Okay, wo geht's hin? Dienstbotenquartiere. Und jetzt gehen wir Richtung Sünderhügel. Und da wartet dann der erste der vier großen Bosse auf uns. Hm. Nämlich die verlorene Sünderin.
Da stand mal Typ in der alten Version. Ich glaube, oben lang ist schneller. Bist du oben lang gegangen? Gut. Hinter dem zweiten Gitter vor warten drei von diesen Mumien oder diesen, was auch immer das sind, Gefangene. Oh, der explodiert. Hier müssen wir einfach nach oben gehen. Jetzt haben wir leider nicht noch einen Duftzweig, weil da oben ist straight. Der ist aber noch versteinert. Und dahinter wäre ja noch ein neues Leuchtfeuer gewesen. Aber das ist auch nicht so schön. Also gehen wir erstmal über diese Brücke in den Sünderhügel rein. Die Sünderin, die mit der Maske auf dem Kopf, ne? Wo man die Feuer rechts und links anzünden kann, oder? Ja, das hier? Genau, das ist das. Das unterirdische Wassergefängnis. Ich erinnere mich. Hier. Yeah. Die haben auch einen Fischer. Ja, ne? Einer oder drei? Aber irgendwie hat er einen Fischer. In der alten Version war es tatsächlich drei Leute, jetzt steht ja nur noch einer oben. Als ob die das alles leichter hätten machen müssen. So, dann gibt es hier nämlich schon eine Leiter und die führt direkt zum Leuchtfeuer hoch. Wo ist die Leiter gesehen? Da, genau. Na gut. Das ist halt dann. Und man hört die Gargoyles jetzt hier oben. Und sieht sie auch rumfliegen. Aber die Gargoyles können wir tatsächlich ignorieren. Ah nee, warte mal, stimmt. Na, von den Gargoyles kriegt man den goldenen Schlangenring plus 2, aber den brauchen wir eigentlich nicht, weil wir schon alles gefarmt haben. Ja. Hallo? Leuchtfeuer? Ich setz mich mal ran. Kannst du auch machen, wie du willst. Und ansonsten nach unten. Wieder die Leiter runter. Und dann außen rum weiter ins Turminnere. Und dann sind wir im Grunde auch schon fast im Gefängnis. Hier sind noch so Typen. Oh. Ein Fahrstuhl, die du einfach tötest. Gib mir deinen Rücken oder dein Gesicht oder so. So. Mensch, wir sind ungefähr gleich schnell. Muss ich mal gucken, wo es lange. Ganz unten ist das Rufsymbol von Lucatil. Okay. Aber erstmal würden wir, wenn wir sie beschwören, dann erstmal, nachdem wir das ganze Gebiet durch haben. Okay, die ist hier gar nicht. Haben wir sie irgendwo vergessen? Ah, hier ist das, ja. Achso, weil wir den Götterring tragen, deswegen ist sie ja so Symbol nicht da. Ja, und wenn man den Fahrstuhl wieder nach oben schickt, dann kann man die dicken Typen da auf das Loch locken. Und das ist so ein... Das ist schon ein Typ. Alter! Ja. In den Fahrstuhlraum zurück. Hier müsste ich es schaffen. Boah. Komm mal rein. Und wenn du die Arme breche, kommst du ja. Wenn du Glück hast, laufen die in das Loch rein. Wenn du den Fahrstuhl wieder hochschickst.
Also die Nimbus gerade nicht, die doppelseitige, aber die anderen komischen Untoten. Hier ist ein Loch? Wenn du den Fahrstuhl wieder nach oben schickst, dann bleibt hier so ein Wasserloch zurück. Ach, guck. Ja, und da kannst du die komisch geformten Typen einlocken. Witzig. So, jetzt haben wir halt diesen Zwillingstypen hier gleich. Ja. Das ist auch meine Devise. Es ist übrigens sinnvoller, wenn ich immer zuerst in deine Welt komme. Wenn wir einen Bosskampf erlegen. Der ist echt da. Das ist auch an anderer Stelle ein richtiger Boss. In dem Hafen dann? Genau. Aber das Gebiet lassen wir wie gesagt aus. Wenn wir zu zweit also einen Bosskampf machen, ist es sinnvoller, wenn ich erst in deine Welt komme. Denn wenn wir das erfolgreich schaffen, den Boss in deiner Welt zu besiegen, dann werden meine Zauber wieder aufgefüllt. Deswegen ist das eigentlich die sinnvollere Reihenfolge. Hier sind noch so viele von diesen kleinen Mumientypen. Oh, und Phantom. Wer war das denn? Naja, Scheiße. Da sind diese Mumien unterwegs. Da, hinter dir. Ein paar Stück zurück. Ist das assi. Oh Mann, wusste ich nicht. Da war ich schon so weit. Fuck. Das war jetzt verschenkt. Passiert. Da ist hier einer. Und wir können... Ach, verdammt. Um die Tür zu öffnen, bräuchten wir... Ah ja, okay, wir haben den Schlüssel nicht. Das heißt, wir können wahrscheinlich die Leuchter nicht entzünden. Ich muss jedes Mal komplett alles normal machen, ne? Boah, Scheiße. Aua. Oh, drei Leute gleich. Ich glaube, wir können da gar nicht hin und die Leuchter entzünden, weil wir den Schlüssel dafür nicht haben. Okay. Dann hätten wir bei den Gargoyles bekommen, wenn wir die erstmal besiegt hätten. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn das Licht nicht an ist. Was ist denn der Plan? Wir machen den jetzt fertig hier, den Boss. Ne, kommen wir nicht rein. Das Licht brauchst du halt, das erleichtert den Bosskampf insofern, dass du sie aus größerer Entfernung anvisieren kannst. Ich gehe jetzt hier einfach trotzdem rein und mache... Ja, ja, wir machen da wieder ganz normal hin. Gibt keinen anderen Plan. Wenn du willst, kann ich meine Rufsymbol da irgendwo setzen. Ja, kannst du gerne machen. Ich bin ja hier soweit durch. Na klar. Ist vorne am Fahrstuhl. Cool, währenddessen schon mal ein bisschen was. Direkt am Loch müsstest du es. Ah, du bist nicht menschlich. Okay. Ja, da wo
Feuer steht. Wenn du jetzt auf die andere Seite vom Loch läufst, dann läufst du vielleicht rein. Also, wow. Du musst ich glaub's nicht, ey. Du musst den gar nicht besiegen unbedingt. Ja, ich hab's ja schon dreimal probiert, den ins Loch zu locken, der läuft drumrum. Ja, ja, du musst es einfach weiter probieren irgendwann. Ja, gut, in der Zeit hab ich ihn platt gemacht. Also eigentlich. Ja. Der, außer man hat mal wieder Pech. Weil. So, schön, dass ich davor noch kurz einen Menschen weggefressen habe. Oh, ein Heideritter. Ja, dann soll er da bleiben. Obwohl, der könnte. Ach, die können wir gar nicht öffnen, weil wir den Schlüssel nicht haben. Das Symbol ist trotzdem nicht da. Dauert vielleicht noch einen Moment. Auch keine Frage. Aber, achso, ja, ist die Frage, bist du da online? Aber es hätte angezeigt, wenn du nicht mehr online bist. Den Ring haben wir beide an. Da ist er kurz. Ach Mann. So, jetzt komme ich genau unter seinen Füßen raus. Drückst ihn hoch und schiebst ihn ins Loch. Genau. Du musst halt trotzdem selber auch ganz nah ran ans Loch und den Messen anvisieren. Das macht die ganze Sache mit der Kamera einfach. Damit ein Angriff startet, während er am Rand des Lochs steht. Und er durch den Angriff dann ins Loch gestoßen wird. Okay. Oder so. Ich wusste nicht, dass das geht. Die kannst du wechseln. Scheint ziemlich gut zu funktionieren. Okay. So. Den anderen locken wir einfach auch rein. Den, ja. Nee, den. Das ist mein großes Problem. Der kommt hier ja nicht durch zum Glück. Das heißt, du hältst jetzt ein Schild oben und du schießt ein bisschen. Ja, gut. Hier kommt er gar nicht vorbei. Das ist gut. Nein. Oh, da kommt der zweite von den Untoten. Den locken wir am besten auch hier rein, wenn er durchpasst. Oder du backstabst ihn. Nicht durchkommen. Okay, er ist tot. Boah, soll ich dich heilen? Ich kann dich. Reicht denn erst was eigentlich für so einen langen Lebensbalken? Nö, nö. Nicht mal anders. Die Hälfte oder so. Okay, cool. Gut, das ist sehr schön. Ist das eigentlich ein Gegner gewesen, der immer wieder kommt, oder? Ich glaube, die Nimbus gerade nicht. Ansonsten laufen hier noch viele von diesen Mumien rum. Gerade in den Zellen vor allem. Gibt es irgendwelche Löcher, wo ich reinfallen könnte? Oh, ist. Hier ist ein rotes. Hier in diesem Teil des Gefängnisses nicht. Okay. Da drüben sitzt eine. In den Zellen, wie gesagt, sind noch welche. Vor allem in den unteren Zellen. Und wenn ich jetzt runterhüpfe, dann kommen die auch aus ihren Zellen raus. Was mache ich? Auch runterhüpfen. Sie töten. Oh, und hier ist dann der Schalter und dann. Oder komm mal rein. Köderschädel. Köderschädel, immer witzig. Okay. Genau. Jetzt aber. Das sind zweimal rot. Die können wir ignorieren. Da oben können wir eh nichts holen, weil die Türen verschlossen sind. Okay. Also können wir direkt ins Nebeltor rein. Nochmal ganz kurz. Ist das einmal die Sünderin, diese Schwertkämpferin halt, die hat auch nur Nahangriffe. Okay. Und es gibt aber auch noch zwei Pyromanten.
die dann einfach auftauchen. Ich weiß nicht, ob von Anfang an oder erst später. Okay. Aber die dürfen wir nicht vergessen. Ich kann mich ein bisschen um die Diplomaten kümmern oder so. Kriegen okay. wir schon hin. Und es ist halt sehr dunkel. Ne? Ja, die ist echt schnell. Jo. Boah. Ich komme runter. Ja, ich hab Schaden gemacht. Geil. Nicht mal so wenig. Jetzt verlege ich sie schon aus dem Fokus. Da kommt ein Problem. Beide. Boah, ouchie. Okay, die müssen wir ausschalten. Muss ich mich mal irgendwie mal ganz kurz heilen? Oh, die halten nicht aus. Wenn die sterben, ein Problem ist weg. Oh ja, die halten nicht aus mehr. Gut, ich muss mich ganz kurz. Die kommt alles zusammen. Ich bin wieder safe. Sehr agil, ey. Mhm. Aber mach. Bei dem Schaden, den du da machst. Sonst halt macht sie nur physischen Schaden, also. Mhm. Ich kann jeden Angriff zu 100% blocken. Ja. Also das ist ja. Das war's. Okay, cool. Erste der vier großen Bosse. Mhm. Und du hast gerade nicht so richtig gelesen wahrscheinlich, aber du hast nicht nur ihre Seele bekommen, sondern auch die alte Hexenseele. Ah. Also das ist, von den vier großen Bossen kriegen wir vier neue Seelen mhm. und die erinnern an die vier großen Bosse aus Dark Souls 1. Mhm. Die alte Hexenseele ist die Chaos-Hexe von Aizenith. Mhm. Naja. Und aus der kannst du Beth Drade, den wir noch befreien müssen, eine neue Pyromantie erschaffen. So ist der Ablauf. Ich bin komplett geheilt, das ist immer ganz gut. Das Item eingesammelt. Hm. Ja, also die Pyromanten im Nahkampf auf jeden Fall. Die halten ja gar nichts aus. Ja, 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 ich war eben gerade nur so ein bisschen. Ich wusste nicht, dass die beide dann plötzlich da sind und ich mhm. beide sofort was abgekriegt habe und dann Ausdauer weg und sie auch gerade auf mir. Ich, mhm. Läuft. Deswegen also zur Zeit hast du so einen Vorteil. Okay, du hast ihn auch einfach umgebracht. Ah, ich hab mir so gedacht. Ich geh mal in Leute. Okay, geschafft. Wuhu! So schön. Ah, jetzt kriegen wir übrigens einen Duftzweig als Belohnung hier hinter der Tür. Mhm. Das heißt, wir könnten jetzt, ja, jetzt straight befreien oder später, ist egal. Mhm. Also sparen wir uns das für später auf. Yeah! Und Mimik. Duftzweig und Elisabethpilz. Und ein Urleuchtfeuer. Und wir gehen zurück nach Majula. Geil. Ach, wir müssen doch in Heides Flammturm rein, fällt mir gerade auf. Weil wir nur so den Jägerhain eröffnen können. Aber das macht nichts. Okay. Ich habe fast 200.000 Seelen. Was? So, ich könnte immer noch in Vitalität gehen. Wenn du noch eine Taschenseele futterst, hast du 3 Level. Oh ja, 12.000. Gute Idee. Aber sag's nicht weiter. You have acquired the soul of an old one. That is
Tja, das ist jetzt die Frage. Ausdauer oder Leben? Eigentlich will ich in Leben gehen. Es gibt immer noch 20 Lebenspunkte. Ein langer Lebensbalken ist immer gut. Das waren 2000. 200.000? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Eine Anpassung auf 20. Nee, komm, Vitalität. Ach, verdammt. Oh. 1200. Wir müssen eine Bosshöhle schlucken vom letzten Riesen. Brauchen wir sonst nicht. Ja? Und sonst würden wir es im dritten Spieldurchgang auch nochmal bekommen. Letzte Riese, Seele des Verfolgers auch zweimal. Ja, die kannst du auch nehmen. Stimmt natürlich. Also sogar noch Sünderin zweimal. Mhm. Ich nehme eine hier. Ja, krass. Oh, körperliche Abwehr direkt um 2 Punkte. Ich glaube, das passiert. Nee, nicht bei allen Statuswerten. Aber dafür halt, kriegst du nicht bei jedem Level 2 Punkte dazu. Sehr schön. Jo. Wir haben im Grunde 3 Wege zur Auswahl zu den 3 anderen großen Bossen. Also entweder gehen wir jetzt zum Heides Flammturm und dann letztlich zum Eisengeschoss. Oder wir gehen, wir fallen ins Loch runter und gehen zu dem Verkommenen unten. Mhm. Oder wir gehen in Richtung Benhard, der da hinten sitzt. Da brauchen wir jetzt ein Duftzeug für. Mhm. Und letztlich in Richtung der großen Spinne. Also wir haben die freie Wahl, weil schwer ist jetzt wirklich nichts mehr so richtig. Cool. Ja, gucken wir beim nächsten Mal. Schön einsammeln. Aber den ersten der 4 haben wir fertig. Ja. Ne? Was ist das für Folge 81? Tolle Zahl, mit der wir heute beenden. Dann nähert sich dem Ende. Mhm. Also vielleicht bleibt es bei Folge 100, mal gucken. Mhm. Oder bei 99. Ja, wahrscheinlich. Jo, also, bis denn. Bis denn.